Ja, liebe Frau Präsidentin, liebe Schwestern und Brüder, als wir im September in Geiselwind zur konstituierenden Sitzung dieser Synode beieinander waren, haben wir alle gehofft, am gleichen Ort uns jetzt wiederzusehen, und zwar physisch wiederzusehen. Jetzt ist es anders gekommen und wir können es nur so annehmen, so schmerzlich es ist, die Erfahrung der physischen Gemeinschaft jetzt eben nicht haben zu können. Aber wenn man heute Morgen jetzt hier in den Saal, hier in die digitale Zentrale im Landeskirchenamt reingekommen ist und mitbekommen hat, wie alle sich zugeschaltet haben, wie die ersten Unterhaltungen stattfanden, lebendige Unterhaltungen stattfanden und wie auch gelacht wurde, digital gelacht wurde, dann hat man doch gleich einen Eindruck bekommen, wie sehr doch auch jetzt auch so ein Gefühl von Gemeinschaft zustande kommen kann. Das war gestern Abend ein richtig starker Auftakt dieser digitalen Synode in jeder Hinsicht. Insofern freue ich mich auf diese Tage und wir haben das natürlich ganz besonders denen zu verdanken, die das hier vorbereitet haben. Es war wirklich höchst beeindruckend, wie das Synodenbüro, das ganze Planungsteam über sich selbst hinausgewachsen sind. Und auch Sie als Synodale haben in ganz beeindruckender Weise sich auf diese Situation eingestellt, intensive Ausschusssitzungen gehabt, Vorsitzende gewählt und alles im Vorfeld getan, um diese erste digitale Synode in der Geschichte der Bayerischen Landeskirche erfolgreich zu gestalten. Es ist jetzt alles Menschenmögliche dafür getan. Den Rest dürfen wir jetzt in Gottes Hand legen. Viele erleben die zweite Phase der Pandemie als noch schwieriger als die erste, obwohl der Lockdown bisher ja nicht so weit geht wie der erste. Das ist so, weil die Verwundungen schon da sind. Deswegen ist es jetzt noch schwerer. Kulturschaffende sind nicht nur finanziell vor schwere Situationen gestellt, sondern leiden vor allem darunter, dass sie nicht auftreten, dass sie nicht Menschen berühren können. Hotels und Restaurants wissen nicht, ob sie auch die zweite Schließungsphase überleben werden. Und die kleinen Läden nebenan in der Fußgängerzone unserer Städte kämpfen ums Überleben. Menschen in der Pflege sind am Ende ihrer Kräfte. Und es sind viele mehr, die darum ringen, noch Geduld aufzubringen und weiterzumachen. Und auch in unseren Gemeinden, eben ist es in der Andacht schon sehr gut zum Ausdruck gekommen, zehrt diese anhaltende Sondersituation an den Nerven. Alles um Corona herum zu organisieren, kostet einfach viel Energie. Und dazu kommt die Sorge, dass Formen von Gemeinschaft brüchig werden, die wir kennen, brüchig werden, wenn sich die Menschen über so lange Zeit nicht treffen können. Ich denke gerade an die größeren Chöre, die auch beim besten Willen es seit einem Dreivierteljahr eigentlich nicht schaffen, normal proben zu können. Und gleichzeitig verstehen die meisten Menschen, dass die Maßnahmen zur Begrenzung der Pandemie bei allen möglichen Rückfragen im Einzelnen doch notwendig sind. Diejenigen, die gegenwärtig an den unterschiedlichen Stellen politische Verantwortung tragen, tun in meinen Augen wirklich ihr Bestes, um in der Abwägung so unterschiedlicher Interessen und in der immer lernbereiten Wahrnehmung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Virus die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich beneide Sie nicht um diese Aufgabe und ich schließe Sie immer in mein Gebet ein. Um die richtigen Reaktionen müssen wir demokratisch streiten. Die schlichte Leugnung der Gefahren des Virus aber ist unverantwortlich. Wer systematisch Misstrauen sät gegenüber den nach allen Standards der Wissenschaft anerkannten KompetenzträgerInnen, wer die Corona-Bekämpfung systematisch sabotiert, wer die Ignoranz gegenüber der Pandemie gar zum Programm macht, riskiert das Leben von vielen Menschen. Und wenn er politische Verantwortung trägt, handelt er gemeingefährlich. Man muss nur nach Brasilien oder in die USA schauen, um die schlimmen Folgen für die Menschen zu sehen. Wenn Menschen heute für Freiheiten demonstrieren, die andere in Gefahr bringen, dann können sie sich nicht auf das christliche Freiheitsverständnis berufen. Weil die christliche Freiheit immer mit der Liebe einhergeht.
Und der Herr verlangt, gerade auf die Schwachen und Verletzlichen Rücksicht zu nehmen. Verantwortungslosigkeit wird dadurch nicht besser, dass sie im Gestus des Protestes daherkommt. Wenn Menschen in ihrem Protest aber auf die Not von anderen aufmerksam machen, die ihre Existenz verlieren und verzweifelt sind, dann ist das anders. Dann gilt es genau hinzuhören, sich von der Not anrühren zu lassen und nach Wegen zu suchen, wie Menschen wieder Boden unter den Füßen bekommen können. Es gibt also Anlass, sehr genau hinzuschauen und die Geister zu unterscheiden. Eine Frage beschäftigt uns alle. Woher kommt die Kraft, um auch jetzt noch die notwendige Geduld aufzubringen? Mir ist beim Nachdenken über diese Frage ein Satz des Paulus in den letzten Wochen immer wichtiger geworden. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Ein Vers aus Römer 5, 4 bis 5. Zunächst klingt es ja merkwürdig, wenn Paulus vom sich rühmen angesichts der Bedrängnisse spricht. Aber er spricht aus Erfahrung. Das Rühmen ist hier kein demonstratives Klopfen auf die eigene Schulter, sondern es ist die offensive Kundgabe der Erfahrung, die Paulus in vielen persönlichen Krisen selbst gemacht hat. Die Bedrängnis hat mich nicht niederringen können, sondern sie hat mich mit Gottes Hilfe stark gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott mir gerade in der Bedrängnis die Geduld geschenkt hat, die ich gebraucht habe. Dass ich mich dadurch im Umgang mit all den Herausforderungen, die ich mir nicht ausgesucht habe, die aber einfach da sind, bewährt habe. Und dass ich dadurch jetzt eine innere Stärke spüre, die mich selbst in dieser schweren Situation mit Hoffnung in die Zukunft schauen lässt. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Liebe Schwestern und Brüder, als Christinnen kennen wir die Kraft, aus der heraus Paulus diese kühne Aussage treffen kann. Ich bin mir bewusst, dass wir in diesen Zeiten nicht immer und überall diese Kraft ausstrahlen können, die andere sich von uns wünschen. Zu sehr sind wir selbst verwundet. Umso mehr, davon bin ich allerdings überzeugt, stärkt es uns, wenn wir einander von den guten und kraftvollen Erlebnissen erzählen, weil sie uns als Nahrung für die Geduld und das Ausharren dienen. Und das will ich heute noch in diesem Bericht auch anhand von einigen Punkten tun. Es gibt nämlich viel, was wir uns in dieser Hinsicht erzählen können. Die Energie und Kreativität, die in den Monaten seit der Pandemie in vielen unserer Gemeinden zum Ausdruck gekommen ist, zeigt, wie viel Kraft in unserer Kirche steckt. Diese Kraft zu bewahren, vielleicht sogar noch zu stärken, das ist das Ziel der Zukunftsprozesse, die wir schon vor Jahren unter dem Stichwort Profil und Konzentration auf den Weg gebracht haben. Sie bewähren sich jetzt gerade als gute Grundlage für die notwendigen Weichenstellungen für die Zukunft. Das gilt auch für die mittelfristige Finanzplanung, die durch die finanziellen Einbrüche infolge der Pandemie und dem Weg nach 2030 noch einmal drastisch an Bedeutung gewonnen hat. In meiner gesamten Zeit als Bischof hatte ich noch nie so viele kirchenleitende Sitzungen und Klausuren wie in diesem Jahr. Insbesondere im Landeskirchenrat haben wir intensiv Zeit miteinander verbracht, um aus den inhaltlichen Impulsen von PUC hin zu strukturellen Veränderungen zu kommen, bei denen auch die knapper gewordenen Finanzen zu berücksichtigen sind. Wir sind noch mitten in diesem Prozess. Wir haben auch die Herausforderung am Ende gut bewältigen können, die damit verbunden war, dass
unser Finanzchef Dr. Erich Theodor Bartzen und fast zeitgleich auch unser Haushaltsreferent Martin Gockel ihr Amt niederlegten. Beiden danke ich auch an dieser Stelle noch einmal herzlich für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Und ich will jetzt auch mal Oberkirchenrat Stefan Reimers, meinem ständigen Vertreter, ganz persönlich herzlich für seinen intensiven Einsatz danken, mit dem er mir in dieser schwierigen Situation zur Seite gestanden ist. Aber ich danke jetzt besonders den Mitarbeitenden in der Finanzabteilung für den grandiosen Einsatz, mit dem sie sich zusammen mit den in den jeweiligen Bereichen kommissarisch die Verantwortung jetzt tragenden Oberkirchenräten Nikolaus Blum, Hans-Peter Hübner und Arg Nitsche den Aufgaben gestellt haben. Der gute Geist, der in unseren Sitzungen und in den Gesprächen mit anderen kirchenleitenden Organen und den Führungsverantwortlichen der mittleren Ebene spürbar war, lässt mich mit Zuversicht auf die vor uns liegenden anspruchsvollen Prozesse schauen. Insbesondere, wenn es darum geht, dass dieser Synode nun vorgeschlagene und dem diesem Haushalt 2021 dann noch folgende Einsparvolumen von real insgesamt minus 16,2% zu erbringen. Das ist durchschnittlich 1,6% jedes Jahr. Dass wir in der Art, wie wir die schwierigen innerkirchlichen Diskussionen führen, auch ein Zeugnis für die Welt geben, das sollte uns immer bewusst sein. Dieses Zeugnis ist nämlich wichtiger denn je. Denn gerade jetzt gilt es, alle miteinander für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzustehen. Den Schlüssel dafür, so habe ich es jedenfalls empfunden, gibt Paulus in den Worten, die in der Passage aus Römer 5 direkt folgen. Bedrängnis bringt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Und jetzt kommt's, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dass wir die heilende Liebe Gottes selbst ausstrahlen. Das ist gerade jetzt unser wichtigster Beitrag als Kirche in einer von der Pandemie verwundeten Gesellschaft. Dass Jesus uns mit dem Doppelgebot der Liebe nicht nur die Gottesliebe, sondern auch die Nächstenliebe ans Herz gelegt und mit auf den Weg gegeben hat, hat aber Bedeutung weit über den Raum der christlichen Glaubensgemeinschaft hinaus. Denn Jesus selbst hat dieses Gebot der Nächstenliebe in seiner Bergpredigt mit einer Regel näher erklärt, die für alle Menschen guten Willens verstehbar und nachvollziehbar ist. Man nennt sie deswegen auch die goldene Regel. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Viele kennen sie auch in der negativen Form, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ich finde, die Version in der Bergpredigt, die positive Version, noch viel stärker. Gerade weil diese goldene Regel für alle Menschen verständlich ist, ist sie so etwas wie die Magna Carta sozialen Zusammenhalts in Pandemiezeiten. Denn sie setzt an die Stelle von Ignoranz und Rücksichtslosigkeit Empathie und Mitgefühl. Du kannst dir die Not von Menschen, die jetzt besonders zu kämpfen haben, doch selbst vorstellen. Du weißt doch, wie sehr du dir selbst wünschst, dass die anderen dir in einer solchen Situation beistehen. Also öffne dein Herz genauso für die anderen, wie du selbst das in der gleichen Situation erhoffen würdest. Das ist kein Appell an Aufopferung oder gar Selbstverleugnung. Das ist ein Appell an die Einsicht aller Menschen guten Willens und ein Appell, das einzig Richtige und im allgemeinen Interesse Liegende zu tun, nämlich einander beizustehen und zusammenzuhalten. Für uns als Christen ist das Evangelium von Jesus Christus dabei die entscheidende Grundlage. Was dieses Evangelium für uns heute bedeutet, darum muss unter uns Christen immer wieder neu gerungen werden.
Manche Diskussionen der letzten Wochen geben mir Anlass, ein grundsätzliches Wort zur Diskurskultur in unserer Kirche zu sagen. Wir können dankbar dafür sein, dass sich ganz unterschiedliche Menschen in unserer Kirche zu Hause fühlen. Attribute wie konservativ oder progressiv werden viel zu oft wie Etiketten verwendet. Aber dahinter stehen Überzeugungen, die wir für lebendige Diskussionen in der Kirche wie in der Gesellschaft brauchen. Für mich sind oft genau die Menschen in unseren öffentlichen Diskursen die eindrucksvollsten Persönlichkeiten, die die Leidenschaft ihrer Überzeugungen mit einer großen Offenheit gegenüber dem Denken der anderen verbinden. Das gilt auch für ein so umstrittenes Thema wie die Rolle der Kirchen bei der Seenotrettung. Selbstverständlich kann man auch in der Kirche unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob es zu den diakonischen Aufgaben der Kirche gehört, sich selbst in der Seenotrettung zu engagieren. Es ist dann allerdings auch wichtig, dass Kritiker sich dem Austausch von Argumenten tatsächlich stellen und nicht diffuse Mythen verbreiten, nach denen solch offener Austausch nicht möglich sei. Wir brauchen einen lebendigen Diskurs in unserer Kirche über die Frage, wie das christliche Gebot der Nächstenliebe und die damit eng verbundene, im Grundgesetz ins Zentrum gestellte Orientierung an der Menschenwürde am besten gelebt werden kann. Dass das Gebot der Nächstenliebe untrennbar mit der Gottesliebe verbunden ist, das muss allerdings klar bleiben. Die Untrennbarkeit von Gottesliebe und Nächstenliebe gehört zur absoluten DNA unseres christlichen Glaubens und der ganzen jüdisch-christlichen Tradition. Deswegen stellen sich alle politischen Ideologien, die menschliche Kälte zum Programm machen, die bestimmte Menschengruppen pauschal abwerten, die Menschenfeindlichkeit propagieren, selbst außerhalb des christlichen Grundkonsenses. Für rechtsextremes Gedankengut ist kein Platz in der Kirche. Das muss man in diesen Tagen besonders im Hinblick auf den Antisemitismus betonen. Es widerspricht allem, wofür das Christentum steht. Genauso wie jede Utopie von links, wenn sie zu menschenfeindlichem Handeln pervertiert. Menschenwürde fragt eben nicht danach, ob sie von rechts oder von links verletzt wird. Ich wünsche mir, dass wir mehr Orte finden, an denen der Diskurs über unterschiedliche Meinungen gepflegt wird und an denen Menschen angstfrei ihre Meinung zum Ausdruck bringen können. Auch ich selbst bin immer gerne dazu bereit, mich Diskussionen zu stellen, vielleicht gerade denen, bei denen mir selbst der Wind ins Gesicht bläst. Ich habe aus solchen Diskussionen bisher immer selbst Lernerfahrungen mitgenommen und einfach gute Erfahrungen damit gemacht. Bei dieser Synode werden wir uns erneut mit einem Thema beschäftigen, das uns seit längerem zum Teil auch sehr persönlich begleitet und aus guten Gründen kontinuierlich präsent ist. Das vorliegende Präventionsgesetz gegen sexualisierte Gewalt soll uns helfen, in der Zukunft nach Kräften zu verhindern, was Menschen in der Vergangenheit erlitten haben. Kirchenrätin Barbara Pühl und Oberkirchenrat Nikolaus Blum werden es hier noch ausführlicher einbringen. Leid, Ängste, Fragen und Sorgen von Betroffenen machen zu Corona-Zeiten keine Pause. Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sind täglich herausgefordert, ihr Leben in der spürbaren Gegenwart ihrer eigenen Geschichte zu bewältigen. Krisensituationen wie die Pandemie wirken da häufig noch verstärkend, weil auch die äußeren Strukturen und Abläufe, die Halt geben, wegbrechen. Deshalb darf unser Engagement und unsere Bereitschaft, Betroffene zu hören, uns von ihnen kritisch in Frage stellen zu lassen, sie zu unterstützen und mit ihnen nach bestmöglichen Wegen der Aufarbeitung zu suchen, in einer Zeit wie jetzt nicht nachlassen. So sehr uns auch hier
die Kontaktbeschränkungen äußere Grenzen setzen. Die Beteiligung von Betroffenen an den Beratungen des Präventionsgesetzes ist nur ein Beispiel dafür, was in den letzten Monaten in dieser Hinsicht passiert ist. Im Zusammenhang mit dieser Beteiligung haben wir auch Betroffene, die sich zum Präventionsgesetz geäußert hatten, ins Landeskirchenamt eingeladen. Die persönliche Begegnung mit ihnen hat mir erneut deutlich gemacht, wie tief die Verletzungen von Betroffenen gehen. Immer wieder, wenn ich konkrete Geschichten höre, ist es für mich unfassbar, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun und damit Biografien zerstören können. Und das auch noch im Raum der Kirche. Mir ist auch deutlich geworden, wie unterschiedlich die Erfahrungen, aber auch die Erwartungen an die Kirche sind. Umso wichtiger ist eine individuelle Begleitung. Eine Begleitung, die zeitnah reagieren kann. Und das ist uns in der Vergangenheit nicht immer so gelungen, wie es notwendig gewesen wäre. Solche intensive persönliche Begleitung ist aber nur möglich, wenn unsere Ansprechstelle für sexualisierte Gewalt die notwendige personelle Ausstattung hat. Ich bitte die Synode daher dringend, mit der Bewilligung der im Haushalt vorgeschlagenen Mittel dafür die Grundlage zu schaffen. Sich mit der Realität sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen, ist letztlich aber Aufgabe unserer gesamten Kirche. Mit dem Präventionsgesetz, über das die Synode in den nächsten Tagen beraten wird, gehen wir einen wichtigen Schritt. Es wird aber nicht genügen, bei der Formulierung von Regelungen zu bleiben, sondern wir sind alle gefordert, uns mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Die notwendige Durchführung von Risikoanalysen und die Entwicklung von Schutzkonzepten für die Gemeinden wird nur dort erfolgreich sein, wo wir den unerträglich erscheinenden Gedanken zulassen, dass es wirklich auch im Raum unserer Kirche, vielleicht um uns herum, Menschen gibt, die andere benutzen, um ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen und die durch sexualisierte Sprache oder Handlungen ihre Macht demonstrieren. Ich wünsche mir, dass dies in unserer Kirche nicht als notwendiges Übel angesehen wird, sich damit auseinanderzusetzen, sondern als ureigene Dimension unserer Aufgabe, die Liebe Gottes weiterzugeben und mit unserem Sein und Handeln selbst auszustrahlen. Jenseits der großen Schlagzeilen haben haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende unserer Kirche und ihrer Diakonie in den letzten Monaten Großes geleistet. In einer medialen Landschaft, in der jedenfalls auf nationaler Ebene in der Regel vor allem das Spektakuläre, das Skandalöse, das Fehlverhalten Aufmerksamkeit findet, ist es schwer, das gelingende Handeln im Alltag, das in seiner segensreichen Breitenwirkung vermutlich das eigentlich Spektakuläre ist und die ungeheure Leistung, die dahinter steckt, wirklich sichtbar zu machen. Bei einem Fachgespräch und einem anschließenden Diakoniegottesdienst mit Mitarbeitenden der Diakonie Fürth habe ich im Oktober von alledem gehört, was durch die Kontaktbeschränkungen verloren geht. Zugleich habe ich viele berührende Beispiele geschildert bekommen, die zeigen, welche Kraft in unserer Kirche steckt und mit wie viel Liebe unsere Mitarbeitenden gerade in den schweren Zeiten der Kontaktbeschränkungen präsent waren. Mich jedenfalls hat das ungeheuer beeindruckt. Eine der gravierendsten und auch umstrittensten Eingriffe in den Alltag der BewohnerInnen war natürlich das im Lockdown verhängte Besuchsverbot. Um diesen unerträglichen Zustand zumindest etwas zu mildern, richteten die Mitarbeitenden für die BewohnerInnen Skype und WhatsApp ein.
Nicht alle wollten oder konnten sich anfänglich mit diesen modernen Medien anfreunden. Umso positiver haben sie dann darauf reagiert, so berichteten die Mitarbeitenden. Es war wie ein Wunder, dass auf diesem elektronischen Kästchen mit polierter Glasplatte plötzlich der Sohn, die Tochter oder ein Enkel auftauchte, mit dem man sich wie im normalen Leben unterhalten konnte, obwohl die Person viele Kilometer entfernt war. Aber, und das haben auch die Mitarbeitenden dann als ein kleines Wunder empfunden, auf dem Gesicht von schwer Dementen zeichnete sich spontan ein Lächeln ab. Manche winkten ihren Angehörigen zu oder zeigten sonst eine deutliche Reaktion des Wiedererkennens. Auch was die Mitarbeitenden in den Kindertagesstätten berichteten, hat mich sehr beeindruckt. Das Kita-Team hat Stuhlkreise mit den Stofftieren der Kinder in ihren Gruppenräumen gefilmt und an die zu Hause gebliebenen Kinder geschickt. Elternbriefe wurden geschrieben, Geburtstagspäckchen gepackt und für jedes Kind einen Regenbogen gebastelt. Ein ähnlich beeindruckendes Engagement haben auch die Menschen gezeigt, die für uns in der kirchlichen allgemeinen Sozialarbeit, der KASA in Bayern, arbeiten. Die Auswirkungen der Pandemie treffen Menschen besonders hart, die sich bereits vor der Pandemie in prekären Lebenslagen befunden haben. Es ist die alleinstehende Rentnerin, die unter der sozialen Isolation leidet und die ihre plötzlich gestiegenen Gesundheitskosten nicht mehr bezahlen kann. Es ist der Wohnungslose, der vor verschlossenen Türen, vor Behörden steht und der seine Zuverdienstmöglichkeiten im Lockdown schlagartig verloren hat. Diese Situation und viele mehr haben die Beraterinnen und Berater der KASA, die Beratungsdienste für Arbeitslose, die Sozialkaufhäuser, die Hilfenetzwerke im engen Schulterschluss mit den Dekanaten und Kirchengemeinden vor Ort und mit den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern täglich wahrgenommen. Es war genau die richtige Entscheidung, dass wir im Nachtragshaushalt Sondermittel für diese Arbeit zur Verfügung gestellt haben. Und ich danke allen von ganzem Herzen, die auf allen Ebenen in Kirche und Diakonie Menschen in diesen schweren Zeiten einfach beistehen. Neben den Mitarbeitenden in der Diakonie nenne ich hier auch einmal ausdrücklich alle, die als LehrerInnen in den Schulen tätig sind, ob für uns als Kirche oder den Staat. Sie haben gerade jetzt Ungeheures zu leisten, um den Schulbetrieb unter diesen so erschwerten Bedingungen so gut wie möglich zu gestalten. Also auch Ihnen von Herzen Dank. Lasst uns unsere Augen, Ohren und Herzen immer wieder für all das Kraftvolle öffnen, was Menschen in diesen Zeiten tun. Lasst sie uns immer wieder neu öffnen für Jesus Christus als den Herrn unserer Kirche, aus dem diese Kraft und Liebe zuallererst kommt. Gerade in Pandemiezeiten ist die Musik im Allgemeinen und die Kirchenmusik im Besonderen eine große Quelle der Kraft. Umso schmerzlicher ist es natürlich, dass die Möglichkeiten, die Menschen damit zu erfreuen, so eingeschränkt sind. Gleichzeitig habe ich in den letzten Monaten seit März eine Explosion von tollen digitalen Wegen der Verbreitung von Kirchenmusik erlebt, die mich immer wieder haben staunen lassen. Ich bekomme zum Beispiel jede Woche ein Mail vom evangelischen Posaunenchor Geroldshofen, in dem einer der wunderbaren Choräle erklingt, die ich jedes Mal bei meinen Besuchen vor Ort von den Bläsern gespielt so liebe. Und dazu läuft dann eine Bildserie mit herrlichen Naturaufnahmen, die mein Herz jedes Mal froh macht. Solche Initiativen gibt es an vielen Orten. Nur zwei weitere von vielen möglichen Beispielen kann ich hier jetzt nennen. Weil die Posaunenchöre augenblicklich kaum in der Lage sind, wie gewohnt musikalische Grüße an die Gemeinden und in die Heime und Einrichtungen zu bringen, hat sich unser Posaunenchorverband etwas Besonderes ausgedacht. Aus den CDs, die sie eingespielt haben, haben sie einige Advents- und Weihnachtslieder ausgesucht. Und nehmen sie nun und verbreiten sie mit Hilfe von Abteilung D und der Diakonie so weit wie möglich.
Zum einen, damit sich die Mitarbeitenden in den Heimen und Einrichtungen an einem Gruß freuen können. Aber natürlich auch mit der Hoffnung, dass solch ein Gruß auf diesem Wege an die Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen oder an die Patienten, die von den Diakoniestationen betreut werden, gelangen könnten. Immer da, wo das die Mitarbeitenden für angebracht und sinnvoll halten. Ich finde das eine wunderbare Initiative und ich hoffe, dass viele sie nutzen. Auch die Aktion Macht auf die Tür mit dem gemeinsamen virtuellen Adventskalender der Dekanatskantorate von Forchheim, Sulzbach, Rosenberg und Winsbach ist so ein kreatives Beispiel. Es gibt dazu auch schon einen Trailer, den man abrufen kann. In der Langfassung meines Berichts, den Sie ja in der Cloud schon finden konnten, da ist dann auch die YouTube-Adresse, in der Sie den mal anklicken können. Ab dem 1. Dezember kann man jeden Tag dort ein digitales Türchen öffnen und die Kirchenmusik ganz unterschiedlicher Besetzung aus der Region genießen. Und ich habe schon, seitdem ich diese Zeilen vorbereitet habe, noch mehr gehört. Etwa Martin Finzel, unser Synodaler in Ahorn, die bereiten was ganz Ähnliches vor. Und es sind, da bin ich sicher, viele mehr. Ich will noch ein paar Worte sagen zur weltweiten Solidarität in Pandemiezeiten. Ich habe in den letzten Monaten bewusst immer wieder auf den weltweiten Horizont im Umgang mit der Pandemie hingewiesen. Denn als Kirchen sind wir ein weltweites Netzwerk mit tiefer lokaler Verwurzelung in den Ortsgemeinden, überall auf der Welt und gleichzeitig dem universalen Horizont unseres christlichen Glaubens. Alle miteinander, egal wo wir leben, sind wir Gottes kostbare Geschöpfe, geschaffen zu seinem Bilde. Und weil wir als ChristInnen alle miteinander verbunden sind, wie Reben am Weinstock Christus, sprechen wir uns ja auch immer wieder als Schwestern und Brüder an. Das Hauptproblem der Menschen in den meisten unserer Partnerländer sind nicht hohe Corona-bedingte Infektions- und Todeszahlen mit entsprechenden Gefahren für Überlastungen oder Zusammenbrüche von Gesundheitssystemen, sondern die durch radikale Maßnahmen bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens mit den entsprechenden wirtschaftlichen Folgen. Der Lebensunterhalt großer Teile der Bevölkerungen wird im informellen Sektor auf einer Hand in den Mund Basis erwirtschaftet und viele Menschen haben keine Rücklagen. Entsprechend befürchten die Entwicklungsexperten jetzt, dass die in den vergangenen Jahrzehnten erreichten großen Fortschritte bei der Armutsbekämpfung in Afrika durch die Pandemie zunichte gemacht werden und viele Menschen wieder in absolute Armut zurückfallen. Direkt betroffen werden davon natürlich auch alle Kirchen, die ihre Einnahmen in der Regel durch Spenden und Einlagen in den Gottesdiensten erwirtschaften. Ich kann hier mündlichen Bericht aus dem Netzwerk unserer Partnerkirchen auf unterschiedlichen Kontinenten nur ein Beispiel für die Hilfstätigkeit der Kirchen und die wechselseitige Unterstützung geben, die wir füreinander in diesen schweren Zeiten leisten. Zu unseren Partnerkirchen in Mittelamerika, Papua-Neuguinea und verschiedenen Ländern Afrikas finden Sie mehr auch wiederum in der schriftlichen Langfassung meines Berichts. Ich will jetzt nur einige wenige Sätze zu Kenia sagen. Kenia reagierte wie viele andere Länder Afrikas schnell und umfassend mit der Einschränkung alles öffentlichen, auch kirchlichen Lebens durch Lockdowns. Ausgangssperren und Quarantänemaßnahmen waren auch dabei. Die Kenya Evangelical Lutheran Church, die KELC, unterstützte den Kurs der Regierung, stellte ihre Präsenzgottesdienste ein und beteiligte sich aktiv an Aufklärungsarbeit und an sanitären Maßnahmen. Für vom Lockdown extrem betroffene Bevölkerungsgruppen engagierte sie sich mit diakonischen Projekten und verteilte auch punktuell Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs. Detailliert schildert das Pfarrerin Dr. Margaret Obaga, die Leiterin der Diakonieabteilung der KELC, die aktiv die Umsetzung mehrerer diakonischer Corona-Projekte verantwortete. Sie bedankt sich in diesem Zusammenhang auch für Hilfe aus der ELKB. Und das möchte ich Ihnen einfach mal vorlesen, zitieren, als direkte Rückmeldung auf das, was wir hier in dieser Landessynode eben auch beschlossen haben, beziehungsweise die Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten, die wir hier vereinbart haben.
Margret Obaga sagt, Covid-19 hat das Beste an menschlicher Großzügigkeit und Solidarität zutage gebracht, was wir haben. Die KELC hat die Großzügigkeit ihrer lutherischen Partnerkirche in Bayern und anderer Kirchen erfahren. Die Unterstützung bei der Besorgung von Hygieneartikeln und Nahrung wurde von den Menschen, die das alles am dringendsten brauchten, mit großer Dankbarkeit aufgenommen. Auch wenn Partnerschaften nicht in erster Linie den Zweck der materiellen Unterstützung haben, so ist es doch ausdrücklich anzuerkennen, ist es ausdrücklich anzuerkennen, dass die Unterstützung von Menschen in Not Teil unserer Berufung als Christen ist. Dafür danken wir euch, und sie endet mit dem Ausruf Asante Sana, den Dankesausruf. Neben der materiellen Unterstützung, für die der Dank hier zum Ausdruck kommt, ist die wechselseitige geistliche Unterstützung mindestens genauso wichtig. Hier sind wir in der ELKB während der Corona-Pandemie von unseren Partnerkirchen von einer Welle der Sympathie und des Gebets mitgetragen worden. Während der aktuell rasant gestiegenen Fallzahlen in Europa werden wir gerade wieder von ihnen mitgetragen. Auch unsere Partnerkirchen freuten und freuen sich über unsere Gebete und über unsere Nachfragen. Wie geht es euch? Über die modernen sozialen Medien und vielfältige Zoom-Konferenzen scheinen der gegenseitige Austausch und die Kommunikation auch an den vielen Ebenen der Basis unserer Kirche in vielem noch viel leichter und enger geworden zu sein. Ich danke ganz persönlich allen, die auf den unterschiedlichen Ebenen unserer Kirche, von der Basis in den Gemeinden bis hin in die Kirchenleitung, dafür arbeiten, dass die Anrede Schwestern und Brüder auch in ihrer weltweiten Dimension sich nicht in bloßen Worten erschöpft, sondern in der konkreten Unterstützung in ihren Konsequenzen sichtbar wird. Und ich danke der Synode, dass sie die Mittel dafür bereitstellt. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Dass Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt, haben viele Menschen in den letzten Monaten zusammen mit Paulus erfahren. Und zwar nicht, weil sie die Bedrängnis ignoriert oder ausgeblendet haben, sondern weil sie in der Bedrängnis die Erfahrung gemacht haben, dass Gott ihnen Kräfte geschenkt hat, die sie vielleicht selbst kaum für möglich gehalten hätten. Ein Optimismus, der die Abgründe, durch die manche Menschen jetzt gehen, einfach schönredet, hat mit der Hoffnung des Paulus nichts zu tun. Ein Optimismus als Wille zur Zukunft aber ist Ausdruck jener nur als Geschenk Gottes erfahrbaren Bewegung, von der Bedrängnis zur Geduld und von der Geduld zur Hoffnung. Dietrich Bonhoeffer hat diesen Optimismus als Willen zur Zukunft an der Wende zum Jahr 1943, also kurz vor seiner Verhaftung durch die Gestapo, mit folgenden Worten beschrieben. Optimismus ist seinem Wesen nach keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten. Eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint. Eine Kraft, Rückschläge zu ertragen. Eine Kraft, die Zukunft niemals dem Gegner lässt. Und ich füge hinzu, auch wenn der Gegner ein Virus ist. Sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Es gibt gewiss auch einen dummen, feigen Optimismus, der verpönt werden muss. Aber den Optimismus als Willen zur Zukunft soll niemand verächtlich machen, auch wenn er 100-mal irrt. Uns in diesem Willen zur Zukunft, im Gebet, in der Meditation der biblischen Worte, im Austausch mit anderen und im gemeinsamen Gottesdienst immer wieder neu stärken zu lassen,
Das ist die beste Basis für unser Handeln als Kirche in Zeiten der Pandemie. Diesen Willen zur Zukunft und die damit verbundene Hoffnung selbst auszustrahlen und so weiterzugeben, das ist der wichtigste Dienst, den wir der Gesellschaft insgesamt als Kirche jetzt leisten können. Wir werden es gerade jetzt im Advent und an Weihnachten tun. Mit kraftvollen Gottesdiensten, die jetzt schon überall in den Gemeinden vorbereitet werden, wie immer sie dann genau stattfinden können. Dass Gott Mensch wird jedenfalls. Als verletzliches, kleines Kind ohne Herberge. Dass Gott uns nie mehr verlässt, sondern bei uns bleibt und uns durch diese Pandemie führt. Das ist die stärkste Basis für unsere Hoffnung, die man sich vorstellen kann. Ich danke Ihnen und euch für die Aufmerksamkeit.